Dankeschön und herzlich willkommen hier im Loft und herzlich willkommen zu Hause an der Flimmerkiste. Hier im Loft sind ein paar geladene Gäste und wir machen jetzt hier eigentlich den letzten Livestream meiner Konzertreihe. Bald geht es dann wieder in echt los. Das ist die Reihe Pablo Held Meets im Kölner Loft, einem der geilsten Clubs in ganz Europa. Und ich bin wahnsinnig froh, einen guten Freund und unglaublichen Künstler heute begrüßen zu dürfen. Und es ist der unglaubliche Teddy Techlebran. Ich will nicht, dass es zu Ende geht. Ja. Oh, wie schön, Publikum zu haben. Ja, ist eigentlich gut, ne? Ja, tut voll gut. Ja. Nochmal? Ja, ich hab bisschen gar nicht. Bisschen noch vielleicht. Können wir eigentlich wieder... Packen, können wir es packen. Wir haben ein bisschen spät angefangen jetzt, ne? Ja, aber für manche Sachen muss man auch ein bisschen länger warten. Sag das mal der Community draußen. Sag das denen mal. Teddy, ja? Pass auf. Wir kennen uns schon eine Weile. Mhm. Eigentlich, ich glaube, bevor es mit YouTube so richtig losging für dich, haben wir uns kennengelernt auf einem Konzert im Stecken in Köln in der Maastrichter Straße. Und dann ging es irgendwie los und ich habe das beobachtet, wie so viele andere natürlich auch. Und eine Sache, die mich von Anfang an beeindruckt hat und mich auch immer noch beeindruckt und mich immer mehr beeindruckt mit jedem Mal, wo ich irgendeinen kleinen Schnipsel von dir sehe, ist deine Art, im Moment zu sein. Und ich frage mich, wie du das schaffst, eigentlich immer wieder so präsent zu sein. Was bedeutet das für dich? Ist viel Arbeit. Ich hab, also irgendwie weiß ich, ich hab einfach irgendwann mal begriffen, dass ich am besten bin, wenn ich im Moment bin. Und wenn ich die ganze Zeit bewerte und analysiere, bin ich einfach, kriege ich nur 70% von dem oder manchmal nur 40 oder 30% von dem, was ich kann. Hm. Und dieses im Moment sein gibt mir auch den Mut, auszuprobieren, zu riskieren. Und dieses Riskieren ist in meinem Kopf immer fürs Publikum. Das heißt, ich riskiere nicht und kann was verlieren, sondern ich riskiere was fürs Publikum. Das heißt, wenn es geil wird, ist cool fürs Publikum. Wenn nicht, dann ist es auf demselben Level, wie es war. Also beschissen kann es ja nicht werden. So. Mhm. Aber ich meine, da muss man auch erstmal ankommen bei diesem Gefühl. Weil ich meine, wir alle haben irgendwie Selbstzweifel die ganze Zeit. Also ich meine, jeder denkt irgendwie, okay, war es jetzt gerade total dämlich, was ich gesagt habe? Und wie kann man das am besten ausschalten? Sich erlauben, dämliche Dinge zu sagen. Mhm. Also es ist, also ich habe auch meine Zweifel und Ängste, ne, so, aber ich habe halt irgendwie einen Weg bekommen, so raus, so, ich weiß, wie ich mich in Balance bekomme. Mhm. Und das loslassen kann, aber die habe ich auch jeden Tag, immer wieder so. Aber es ist halt genauso wie so, wenn du ins Fitnessstudio gehst. Ich trainiere das wirklich. Jedes Mal, wenn ich auf die Bühne gehe, hey, wir haben mit der ersten Frage direkt so ein Deep. Wir sind richtig da rein. Sorry. Das ist die Jazzwelt. So, ihr wollt nicht einfach so ein bisschen flachsen, ein bisschen lachen. Ihr geht direkt hin. Nee, wir müssen jetzt daran. Also. Okay. Naja, also. Du kannst dich auch hinlegen, wenn du willst. Ich bin auch, gehe in die Richtung liegen schon. Nee, ich hab, wie gesagt, ich habe auch meine Ängste, meine Unsicherheiten. Und, aber ich, wie gesagt, ich konfrontiere die halt, weil ich dann weiß, dass es auch nur eine Erfahrung ist von früher oder irgendwas, was es nicht gibt. Es ist irgendeine Angst, dass irgendwas passieren kann. Gibt es ja gar nicht. Mhm. So, deswegen gehe ich dann auf die Bühne und probiere mein Bestes zu geben. Mhm. Und ich meine. Aber es gelingt mir auch nicht immer. Ich war mal in der Arena gestanden und dann habe ich. Also ich guck so die Leute an und bin dann so müde geworden. Und dann hatte ich so, okay, ich habe jetzt gar keine Energie mehr. Dann war die Pause, dann habe ich eine Banane gegessen
Da hatte ich so 10 Minuten Energie. Mhm. Und dann stand ich da und es kam nichts mehr. Mhm. Und dann habe ich gesagt so, ja, ey, falls ihr euch gerade fragt, warum ich nichts mehr sage, ich bin halt müde. Und dann haben die haben noch so gelacht. Und dann kam aber nichts mehr. Kein Applaus, kein... Nee, die haben dann gecheckt, der Typ ist wirklich müde, kann der das nicht bringen. Aber ich habe keinen Weg mehr rausgefunden und habe dann irgendwie safe gespielt. Was heißt das bei dir, safe spielen? So die Nummern, wo ich weiß, dass die funktionieren. Aber wo holst du die Energie aus dem Material dann quasi? Ja, genau. Mhm. Die Show ist nicht komplett improvisiert. Ich habe schon meine Nummern und innerhalb der Nummern probiere ich auch aus und spreng die immer mal wieder. Mhm. Aber genau, haben wir zusammen gemacht auch so ein bisschen. Mhm. Aber passiert. Aber auch wenn es passiert, ich weiß nicht, ich kenne keinen, wo es nie nicht passiert. Also jeder hat ja solche Momente. Mhm. Ja. Wie machst du's? Ich musste gerade an Robert Landvermann denken, der Bassist, der hier nachher auch spielt. Und er hat mal gesagt, in dem Workshop, den wir zusammen gegeben haben, und das war ein wichtiger Moment für mich, dass man immer an seinem schlechtesten Level arbeiten sollte. Mhm. Weil alles andere ist, ich weiß nicht, Robert, ob ich jetzt zu viel dazu packe, aber alles andere, was man oben drauf packt, ist Inspiration oder ein gutes Instrument oder ein tolles Publikum oder das richtige Essen, gut geschlafen oder was auch immer. Aber dann gibt es eben dieses schlechteste Level und das ist meistens noch ziemlich gut für alle anderen auch so. Ja, das ist total clever. Ja, deshalb spiele ich mit dem jetzt. Ja, weil das unterste Level kannst du ja auch hinschrauben, wo du willst. Du kannst sagen, das ist das Schlechteste und das kann richtig krass sein. Mhm. Da gefällt's mir, Junge. Gab es so Leute für dich, die so Sachen gesagt haben, an denen du dich so festhalten kannst, so über die Jahre? So künstlerisch meinst du einfach nur? Also es gibt auf jeden Fall ganz viele Leute, die mich inspirieren. Ja, das würde mich interessieren, weil, sorry, dass ich da jetzt so ins Wort falle, aber für das, was du machst, ich kenne niemanden, der das macht. Und das muss man erstmal so hinstellen. Ja, irgendwie ist es ja eine Mischung aus, mich inspiriert Musik, ich gucke ganz viel Konzerte an. Und ich finde es immer spannend, wenn irgendwas nicht so gut läuft und die Musiker fangen das irgendwie auf wieder. Das ist für mich so total spannend. Und dann ist es noch ganz viel auf dem Weg bis hierhin, die ganzen Dinge, von denen ich gar keinen Plan habe. Das heißt, da ist eine echte Unsicherheit und eine echte Planlosigkeit, kombiniert mit dem, was ich gerne, wie ich es gerne machen will. Hm. Und irgendwie funktioniert das ganz gut zusammen. War nicht so eine richtige Antwort auf meine Frage, oder? Was hast du mich gefragt? Was mich inspiriert, ne? Ja, genau. Ja, stell mir doch die richtigen Fragen. Ja, sorry, ich meine... Also, wer mich inspiriert, keine Ahnung. Also, es gibt... Ich gucke mir ganz oft meine eigenen Videos. Aber machst du das eigentlich? Ja, klar. Ja. Und wie ist das, also wenn du das machst? Ja. Also lache ich mich kaputt? Ja. 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 Ich weiß nämlich auch, wir haben dieses eine Video gemacht und wir haben uns danach immer wieder darüber unterhalten. Ja. Also und selber darüber kaputt gelacht, was da. Ja. Nicht, weil man sich so geil findet oder so, sondern irgendwie, weil... Nein. Schon. Nein, weil wir halt, weil wir einfach in dem Moment kreiert haben, weil wir beide nicht wussten, wo es hingeht. Und dieser Moment wird ja festgehalten. So ein Moment ist immer lustig, den kannst du immer angucken. Mhm. Deswegen bringt es mich auch immer zum Lachen. So, wenn ich Sachen, die zum Beispiel Filme, in denen ich mitspiele, du willst kurz überlegen, wer den Livestream guckt, aber die gucke ich, zu 95% gucke ich den nicht an. Mhm. Aber nicht, weil ich habe ja auch großartige Kollegen und so, aber weil, keine Ahnung, mich flashen die Momente, die so einfach passieren, viel, viel mehr noch. Improvisation. Genau. Was erstmal sagt. Ja, ich wollte gerade sagen. Was erstmal wirken, das war auch eine schwere Antwort, das war, die hatte Substanz. Mich wird niemand mehr engagieren jetzt. Ich glaube schon, Das Evaluieren war ja bei uns ein Thema. Nein, aber
Du warst ja so schön, du hast einfach, wie bitte, du hast nicht... Ich hab's gar nicht gecheckt einfach. Ja. Ja, war ein schöner Moment. Ich habe gemerkt, dass du bist doch so, du hast probiert, noch den Weg zu finden und irgendwann mal später, ich glaube, auch am Ende des Videos hast du es erst gecheckt. Auch, ach so, erst. Ja. Weißt du jetzt, um was es geht? Ich glaube, ich habe es jetzt so langsam, ja. Aber darauf wollte ich eigentlich zurück, um das Evaluieren. Wenn du deine eigenen Sachen anguckst, okay, du lachst dich kaputt, aber gibt es auch Momente, wo du dann, oder was, wie gehst du daran, wenn du Sachen siehst, okay, das ist irgendwie komisch, das sollte ich mir nicht machen, oder warum mache ich eigentlich das immer so? Also du meinst auch so thematisch, in welche Richtung? So ja, es gibt auch Material, das ich nicht benutzt habe, weil so in der Improvisation, du musst ja auch an die Grenzen gehen und manchmal probierst du auch aus, ne, und siehst dann im Schnitt, das hat nicht ganz funktioniert. Mhm. Also in der Improvisation gibt es ja so dein Unterbewusstsein, das dich irgendwie durchleitet. Und manchmal ist aber irgendein Bullshit in deinem Unterbewusstsein wahrscheinlich. Und dann kommt er so hoch und denkst, nee, das bleibt schön hier im Büro, auf der Festplatte. Nicht, dass es eine Festplatte gibt, die sind alle gelöscht. Nein, aber du musst irgendwie, deswegen ist es gerade voll die schwere Zeit für Comedy, weil es alles sehr sensibel ist gerade und alle so vorsichtig sind. Und deswegen ist es so ein bisschen, du musst so deinen Weg dadurch finden. Ich habe beim Spielen gemerkt, dass so ganz viele Sachen eigentlich nicht mehr gehen, weil mir dieser wahre Austausch gefehlt hat, vor Publikum zu spielen. Wo man eigentlich so richtig erst merkt, ob was funktioniert oder nicht. Mhm. Nicht, okay, jetzt spiele ich mal das Geübte, sondern einfach, man hat irgendwie so einen anderen, man ist irgendwie so anders drin. Ja, man bekommt die Energie vom Publikum, ne? Ja. Und für Comedy ist es ja genauso. Ich meine, du brauchst irgendwie das Publikum. Aber wir haben uns auch darüber unterhalten, dass sich dann durch Instagram oder, sich auch deine Art, Material einfach auszuprobieren, so ein bisschen verändert hat durch Instagram Live oder jetzt mal eben so ein Schnipsel. Mich würde total interessieren, was vor so einem Schnipsel passiert. Du sitzt bei dir in der Küche und kriegst eine Idee oder? Ich krieg es oft nach dem Joggen. Dann komme ich nach Hause und dann merke ich, dass ich rumschreie und rumbrülle und so. Wirklich genauso passiert. Und einfach so faxen. Und ich so, das ist doch ein schöner Moment. Mal sehen, wo es mich hinbringt. Und dann nehme ich das auf. Mhm. Und wenn ich dann noch im Flash bin und so, dann mache ich noch weiter und probiere ein bisschen aus. Und manchmal entsteht auch eine Geschichte daraus. Kannst du die Hintergrundgeschichte zu Universe erzählen? Zu Universe? Why is the universe so big, hey? Why is the universe so big, hey? weil das ja eigentlich Fragen sind, die wir... Also ich stelle die mir oft. So, what's going on with the universe? das sind die... Und wenn es Percy sagt, ist halt dann nochmal anders. Ja. Aber es ist so, das ist ja das im Moment sein und so, wenn du dir die Fragen des Lebens beantworten willst, da ist ja auch ganz viel Lustiges dabei, weil du es überhaupt nicht checkst, so wie das alles überhaupt funktioniert. Mhm. That's why it came, the question came into my mind. Ja. Ich fand es auch so krass in unserem Interview oder generell, wenn ich dich sehe, dass so, du bist so in diesen Figuren drin, in deren Logik, dass bestimmte Sachen auch gar nicht anders gehen. Also ich meine, ich hatte das Gefühl, ich stelle Fragen, zum Beispiel Evaluation. Und für mich war die Frage total klar. Und durch die Logik von einem Antoine ist es wie so ein Sprung im Spiegel, wo es dann einfach sofort so umgelenkt wird. Es kommt Evaluation an, aber es wird halt direkt umgelenkt. Eigentlich fast alle Fragen, die ich gestellt habe. Ja, das Ding ist, ich habe am Anfang, als das alles losging, um die Figuren zu unterscheiden, weil die auch so körperlich einen anderen Rhythmus haben, auch die Gedanken und so, war das, die ersten Jahre war das noch so ein bisschen, ich musste mich sehr konzentrieren. Ich sage, nee, das würde Percy jetzt nicht so machen. Der würde hier rumgehen, der würde das machen. So. Aber genauso funktioniert ja auch Antoine. Also irgendwie, dass man irgendwann mal denkt, man spricht über dasselbe, aber der ist wohl ganz anders. Aber man merkt es eben erst am Ende, oder? Ja. Es sind halt, habe ich dir die Frage beantwortet jetzt? Ja. Cool. Ja, weil mach ruhig weiter. Also. Ich hätte jetzt einfach nur erzählt. Ja, finde ich gut, mach mal.
Ja, und das sind die Figuren sind halt dementsprechend so, ja, ich habe die so unterschiedlich gemacht, halt, dass die passiert es dir manchmal, dass du von der einen Figur aus Versehen in die andere rutschst? Ja, wenn ich zu glücklich bin, wenn ich zu hyped bin, dann passiert mir das. Mir ist das mal passiert auf der Bühne, als Lohan Cohen auf Englisch, habe ich plötzlich als Antoine gesprochen. Und habe das so eine Weile durchgezogen, das Publikum war auch so, hä? Und dann habe ich es irgendwann mal gemerkt. Ja. Es war so, genau, weil ich im Publikum war und dann hat mich jemand angesprochen, hat mir irgendeinen Antoine-Spruch gedrückt und dann bin ich so einfach vergessen, dass ich gerade Lohan Cohen bin. Ja. Und irgendwo so, was ist mit dir los? So. Ja, aber sonst, ich habe es eigentlich schon im Griff, aber manchmal, früher war ich sehr, sehr hart mit mir. Wirklich so, wenn ich bei, das war vor 2 Jahren noch, war ich bei einer Fernsehshow und dann haben die gesagt, ja, dann würdest du hier, ich habe diese Freddie Mercury-Nummer, wo ich als Freddie Mercury da tanze. Und dann, ja, kannst du das da rappen? Ich sage, ah, nee, in dem Video habe ich nicht gerappt. Das ist ja Freddie Mercury, es war ja nicht Antoine, ich kann das nicht machen und so. Und die waren alle so, was ist mit dir? Also wieso ist das so kompliziert in deinem Kopf? Mhm. Dann habe ich darüber nachgedacht und hab das dann so ein bisschen entspannt. Und seitdem ist es auch cooler. Mhm. So, wenn ich da mal, also, wenn der Moment passt, also Momente entstehen ja auch durch das Unperfekte oft. Mhm. So. Und dass man irgendwie da wieder reinfindet und sich da durchmanövriert. So. Deswegen, jetzt bin ich entspannt. Mhm. Erzähl mir mal, der Unterschied zwischen, okay, jetzt passiert was im Moment und gerade so eine Idee und wenn du dich wirklich hinsetzt und eine Nummer schreibst, wie ist da der Prozess? Ich gehe dann ins Büro. Und oder mein zweites Programm habe ich ganz viel im Auto geschrieben oder nachts, weil mir die Ideen kamen in so einem im Halbschlaf, bin ich aufgesprungen, habe das aufgeschrieben. Mhm. Oder ich fahre im Auto, fahre rechts ran und schreibe, habe mir einmal eine Dreiviertelstunde lang geschrieben, weil diese Idee kam. Und bei dem letzten Programm war ich ganz viel im Büro. Mhm. Und das war auch total schön. Und manchmal war es so, da habe ich stundenlang saß ich da und es passierte nichts. Und dann habe ich mich hingelegt aufs Sofa und dann hat mich eine Wespe gestochen. Oh. Ja, hier runter. So unter. Und ich habe nicht mehr, ich habe meditiert. Und die kam dann so, batsch, einfach so. Und ich habe die noch gehört. Und die war auch müde, es war heiß im Büro. War auch nicht leicht für sie, ja. Genau, es war nicht leicht, ich habe es gehört. Und dann kam sie und hat mich einfach gestochen. Und dann bin ich total erschrocken, weil es hat so weh getan. Ich bin aufgesprungen und habe so geguckt, wer das war. Hat mir jemand einen reingehauen? Und dann hatte ich eine Nummer. Dann bin ich an den Computer und habe das aufgeschrieben. Mhm. Wie als hätte der liebe Gott mir gesagt, so hier, Ding, stech dir mal ganz kurz, weil dir fällt nichts ein. Boom. Und jetzt habe ich beim letzten Programm war das eine 10-Minuten-Nummer. Mhm. Ich mag die ist ganz cool. Wow. Mit was der Geld verdient. Ich hatte gerade noch in die Gedanken, jetzt ist er weg. Lass dir Zeit. Soll ich dir ein paar Fragen stellen? Ja, bitte. Warum Klavier? Also in meiner Familie war es so ein bisschen nicht, konnte man dem nicht entkommen. Mhm. Mein Vater ist Pianist und meine Mutter ist Klavierstimmerin. Mhm. Hab erstmal mit Schlagzeug angefangen und dann irgendwann habe ich gemerkt, dass ich eigentlich mehr Lust auf Klavier habe. Okay. Nachdem mein Vater mir eine Klavierstunde organisiert hat. Und du es dann machen musstest. Ich musste es machen. Ja, ich liebe es total. Klar musste ich es machen, die ersten 15 Jahre. Ja. Du hast aber auch ein paar Skills am Instrument. Ich habe heute noch ein paar Sachen gesehen an der Gitarre auch. Hast du gesehen? Das sind genau 3 Akkorde. Mhm. Funktionieren super. Immer dasselbe. Und jedes Mal, wenn ich irgendwo bin, so, hey, kann ich kurz deine Gitarre? Und ich mache das kurz, spiel's nur kurz an. Die so, hey, spielst du? Ja, ein bisschen. Ja. Aber ich kann überhaupt nichts. Mhm. Es reicht für ein bisschen kurz, für so 1,5 Minuten imponieren. Imponieren. Ja, und Gesang? Gesang mache ich immer. Übungen auch? Ich habe eine Gesangslehrerin, mit ihr mache ich immer vor der Tour oder von der Show, mache ich dann, genau, nehme ich Stunden. Mhm. Das mache ich, ja. Ja, wir haben vorhin noch drüber gesprochen, als wir draußen standen, als du weg warst,
quasi, es ist gar nicht so leicht, so geil zu singen, wenn man in Anführungsstrichen Quatsch macht. Weißt du, dass man das so auf dem Level überhaupt hält, obwohl man gerade quasi in der Form loslässt, weißt du? Dass man da so immer noch delivered quasi. Ja, es hat aber auch irgendwie für mich eine, es gibt mir auch eine Sicherheit, weil wenn ich ehrlich singe, einfach nur als Teddy, ist das so, also für mich ist das extremst emotional und intim. Mhm. Wenn ich in der Figur bin, fällt es mir leichter auszurasten. Mhm. Und für mich ist es eher eine Challenge gewesen, die Figuren haben ja auch unterschiedliche Stimmen und Stimmlagen. Und das heißt, du bleibst ja auch in der Stimme. Und manchmal ist es aber falsch gesungen, ganz bewusst. Und halt, wenn du auf Tour bist, ist es ein bisschen schwer. Nach der vierten Show, hey, können wir Pause machen? So, aber streichst du dann ein paar Stücke oder so, weil du dann merkst? Nee, ich lasse das Publikum singen. Ah, geil, ja. Ja, ich mache ganz viel dann und ich sage denen dann, hey, meine Stimme, ich gebe mein Bestes, aber meine Stimme ist gerade weg. Mhm. So ein bisschen. Aber das geht dann. Also ich, das ist auch das Geile. Wenn deine Stimme weg ist, wenn du lange auf Tour bist und du hast immer Melodien, die du ähnlich, kennst du wahrscheinlich vom Spielen, immer ähnlich. Und dann ist das safe, du weißt, es funktioniert. Und wenn du krank bist, musst du andere Wege gehen, weil da hoch kommst du nicht mehr. Mhm. Weißt du so? Und dann findest du Wege und denkst, geil. Mhm. So, und dann ist das das neue Ding. Ja, das ist bei mir so, wenn ich auf schlechten Klavieren spiele oder quasi die scheinbar nicht in gutem Shape sind, dass man dann einfach, man kann nicht so spielen, wie man eh spielt, sondern man muss sich quasi auf das neue Ding einlassen, auf die kaputte Stimme oder das kaputte Klavier und es ist eine Möglichkeit, was anderes zu machen. So. Ja. Heute habe ich das die Kakao-Zeremonie geguckt. Mhm. Ich habe noch nie sowas gesehen, glaube ich. Mhm. Ja, ich auch noch nicht. Kannst du mir erzählen, ein bisschen, wie das für dich war? Also die Person, die macht das wirklich, ne? Die macht wirklich diese Zeremonie. Das war und völlig real irgendwie. Genau. Ja. Und auch voll entzückend, so echt süß. Und wir kannten die auch so über eine Connection. Und sie wusste nicht, was ich mache und die Figur auch nicht. Und auch Percy auf Englisch, so das. So, aber es hat irgendwie total gut funktioniert und ihr hat Spaß gemacht und dann war es echt eine total gute Zeremonie. Wie hat der Kakao geschmeckt? Der ist nicht so süß. Der ist so sehr, wenn deine Lippen so sind. Jetzt einfach so, oh, it's like, it's tasty, it's real, I like it. So, aber tut gut. Ja. So, ja. Wir haben auch schon mal drüber gesprochen, wie sich bestimmte Figuren von dir über die Jahre verändert haben. Mhm. Oder wo es auch teilweise für dich so ein, du hast es mal angerissen, wo so ein Prozess für dich ist, dass du so das Gefühl hast, du musst jemanden woanders hinbringen. Mhm. Also kannst du das ein bisschen beschreiben, Nia? Ja, das war bei Antoine, wenn man die ersten Videos sieht von Antoine, war es ja so, dass der so sehr Straße war. Wenn man nur einzelne Videos gesehen hat und nicht wusste, wer ich bin, hat man gedacht, was ein bisschen aggressiver Typ, ne? Also was geht bei dem? Ne? So. Mhm. Und ich wollte aber gar, das war erstmal so eine Skizze von der Figur. Und nach einer Zeit habe ich gemerkt, ich will eigentlich, dass der als Mensch gesehen wird und dass das andere gar nicht mehr so wichtig ist. Das heißt, wie kriege ich es hin, dass der Mensch gemocht wird und nicht mehr so dieses Proll-Ding. Weißt du so? Und wie geht das? Viel seine Sachen angucken und die Sachen, wo du denkst, oh, das ist zu krass, rausnehmen. Mhm. Und irgendwann mal kriegst du eine Form. Und dann ist es auch so ein intuitives Ding. Es ist ähnlich wie wenn du einfach improvisierst. Ich spiele in der Figur und ich spüre ja, wenn es in eine Richtung geht, wo es zu hart ist oder zu asozial. Es ist selten verletzend bei dir oder eigentlich nie verletzend. Oder auch, also es gibt so, es ist irgendwie alles so auf eine gute Art irgendwie abgesteckt. So in bestimmte Ecken gehst du einfach nicht, die so auf jemand draufdrücken, auf eine Art, weißt du? Ja, dieses auf jemand draufdrücken, stehe ich auch nicht drauf. Also, mich turnt das ab, wenn ich das sehe. Mir nimmt das Energie. Weil es ist ja ein schmaler Grat. Ne? Du kannst ja jemanden auf jemanden draufdrücken oder ein bisschen sticheln, aber liebevoll, ne? Also freundschaftlich. Wenn du dich aber über jemanden lustig machst, dann bin ich raus. Alter. Das fühle ich überhaupt nicht. Ich habe so ein Ding mit Überheblichkeit. Das, so,
Für mich, aber es ist einfach nur eine Einstellungssache. So wie es gibt unterschiedliche Formen der Comedy so. Und für mich, das, was ich mache, soll die Leute irgendwie, die sollen Spaß haben oder abgeliftet werden. Aber es soll sich keiner schlecht fühlen. Mhm. Weißt du, es soll keiner das Gefühl haben, so, fuck, ey, jetzt, ich wurde ausgelacht mäßig oder so. Ja, aber das ist ein schmaler Grat, dass man nicht irgendwie anbiedernd wird oder so Mr. Nice Guy die ganze Zeit. Nee, aber Antoine erzählt ja immer noch darüber, dass seine Frau prostituiert ist und dass der im Pornoindustrie, aber es ist nicht alles, es hat ja eine gewisse Asozialität, die es braucht, die ich auch mag. Mhm. Ich mag ja solche Menschen, die nicht perfekt sind. Ich mag Menschen, die sich nicht so anpassen wollen. Schon als Kind mochte ich, keine Ahnung, mich hat das immer schon zu Menschen gezogen, auch wenn Obdachlose da saßen, ich wollte immer deren Geschichten hören. Oder Alkoholiker, die da in Tübingen, ich habe mich da neben denen gesetzt und der hat dann mir gequatscht und mir erzählt. Und irgendwie interessieren mich Menschen, die nicht perfekt sind, die einen anderen Weg gehen. So. Aber das heißt ja nicht, dass die schlecht sind oder auf irgendjemanden, weißt du, irgendwas Böses wollen, die sind einfach anders und genauso sind die Figuren anders. Hm. Und die lachen über ihre, also die haben ja ihre eigenen Themen. Percy hat ein Problem mit seinen zwei Freundinnen, Sabrina und Samantha, und mit seinem Vater. Familie, ja. Genau. Und Antoine ist super zufrieden. Song schreiben, wie ist das? Wie läuft das? Also meistens direkt, meistens mein Fahrrad. Dann ich werde gerade albern. Das ja. Macht überhaupt gar keinen. Ich immer unterschiedlich. Die Hook kommt mir oft auch nach dem Joggen. Was machst du denn beim Joggst du nur oder hörst du dabei was? Oder? Nee, ich meistens nicht. Okay. Ich jogge und dann habe ich dieser Rhythmus immer. Und dann bei Flieg klein Wellensittich war so, war ich im Flur und habe und ich war im Flur gestanden und lief so klein. Und ich gesagt, welcher Vogel? Ich weiß nicht, Wellensittich hat mich so zum Lachen gebracht, weil über Wellensittich singt niemand. Ne? Ja. Falke, Adler. So, und dann habe ich Flieglein Wellensittich, flieg Richtung Fixierung und hab so die Decke angeguckt. Das ist ein Hit. Nee, der kam mir im Flur und da habe ich, weiß nicht, wie ich mich kaputt gelacht habe. Und genauso wie bei Lohn ist da. Ich weiß nicht, das kam mir einfach nur dieses. Es hat einfach so irgendwas rumgebrüllt. Mhm. Und dann, hey, cool. Ja, oft kommen mir die Melodien zuerst. So. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Hook etwas ist, was dir vielleicht so gekommen ist und dann du aufgeschrieben hast, aber dass der Rap in der Strophe oder so, dass das eher spontan im Studio dann passiert oder so. Ja. So, bei Ich bin ein Queen, bei Freddie Mercury war es so, dass ich das so rein improvisiert habe. Also einfach nur so reingesprochen und einfach nur, okay, nee, lass den Take weg, lass mal nochmal was probieren und einfach nur gejammt. Und bei den anderen habe ich mich, außer bei Flieg klein Wellensittich habe ich mich sogar hingesetzt. Auch wenn ich jetzt den Song höre, habe ich ja vorhin, um mich vorzubereiten, habe ich gedacht, what in the fuck habe ich denn da geschrieben? Aber jetzt mittlerweile schreibe ich schon, weil ich so ein bisschen mehr Struktur habe. Am Anfang war das ja richtig einfach nur finden. Ja. So, wie funktioniert das eigentlich? Vorbereitung finde ich auch ein wichtiges Thema. So wie, du hast jetzt schon über Gesangsunterricht gesprochen. So wie, wenn eine Tour ansteht oder wenn ein Auftritt ansteht, gibt es irgendwas, was du machst, um so reinzukommen oder so? Ja, ich habe immer so derselbe Ablauf. Ich komm zur Halle, mach Sport, ess was, leg mich hin. Und dann. Fahr nach Hause. Und fahr heim. Genau. Schreib dann, hey, kein Zeit. Sorry. Geht heim, alle. Ja. Und am nächsten Tag genau das Gleiche. Geile Tour. Voll gut. Ja. Ja. Noch nie eine Tour gespielt. Kurz in der Halle schlafen und wieder nach Hause. Genau. Nee, vor der Bühne ist es. Ist immer selber irgendwie mit dem Team und mit der Band kurz anschreien, kennst du diese Motivationsschreie ins Gesicht.
Nee. Macht ihr das nicht? Nee. Können wir. Was macht ihr? So, dann. Verklimper dich nicht. Ja? Es ist sehr förmlich. Ja. Also, ich gehe auf die Bühne. Ciao. Aber warum? Wieso nehmt ihr euch nicht in den Arm? Warum nehmen wir uns nicht in den Arm eigentlich? Doch, wir, manchmal nehmen wir uns auch in den Arm. Alles Roger? Ja, los geht's. Ja, aber jeder macht ja sein eigenes Ding. Wir schreien uns an. Aber was schreist du denn? Was, Immer je nachdem, wie die Tour heißt. So, die Tour schreibt den Namen von der Namen, Tour? Genau, die letzte Tour hieß... Wie hieß meine letzte Tour? Weiß gar nicht mehr. Die davor hieß... die allererste hieß, was laberst du? Die zweite hieß, das passiert alles in deinem Birne. Und die dritte... Das war jetzt halt... Letztes Jahr musste ich unterbrechen. Ich weiß nicht mehr, wie meine letzte Tour hieß. Vielleicht jemand anders? Weiß das jemand? Ne, ich glaube, ich habe angefangen zu spielen, da war, glaube ich, noch niemand. Naja, auf jeden Fall schreien wir das, wie sie heißt. So. Okay. Das passiert alles in deiner Birne. Mhm. Alle gucken erst mal. Und dann springen wir und jubeln und dann gehen wir hoch. Und dann gehe ich nochmal so in mich. Jeder so für sich. Und dann, weil die Musiker am Anfang müssen noch gar nichts machen. Mhm. Die haben erstmal so, die können sich, also manchmal schauen sie sich auch die Show an. Jetzt bist du ja auch hier und vielleicht machen wir ja später noch ein bisschen was zusammen. Oder hast du Ich habe was anderes geplant. Ich muss noch was erledigen. Ja, hast klar. Du so Freunde gehabt, die das gesagt haben, ich muss noch kurz was erledigen? Nee. Ich kenne so Leute, ich muss noch kurz was erledigen. Ja, aber was? Ich muss was erledigen. Ey, erledige, was du erledigen musst. Und wenn du Bock hast, nochmal wiederzukommen, kommst du einfach wieder. Ja. Ich werde, ich schaff's, glaube ich, nicht. Mhm. Aber Antoine vielleicht nach. Vielleicht, ja. Vielleicht. Also ich meine, wir müssen, glaube ich, kurz umbauen. Mhm. Wir machen, glaube ich, 5 Minuten Umbaupause, schwarzer Bildschirm. Jeder kann nochmal kurz auf Toilette oder Instagram oder... Wie viele Minuten Umbau? 5, glaube ich. Und dann, ich habe super Musiker und Musikerinnen eingeladen und spielen erstmal ein bisschen was, dann schauen wir einfach. Cool. Aber mach mal, was du machen musst, mach das einfach. Viel Erfolg euch, ne? Danke, dass du da warst. Ja, war schön bei dir. Hat Spaß gemacht zu quatschen. Ja, war total schön. Wie machen wir es jetzt mit, weil jetzt bin ich ein bisschen verunsichert, auch wie ihr untereinander, machen wir jetzt einfach Tschüss oder? Ciao. Hm? Ciao. Einfach nur so, ja? In die Kamera oder was? Ja. Bis gleich. Also, tschüss.
Den Slide gesehen gerade. Welcome, ladies and gentlemen. Alles klar, Menschen. Oh, fetter Applaus für eine grandiose Band. Kennst du das Lied, oder? Ein von meinen Hit-Singles. Ich bin ein Queen. Kein Prinzessin, kein Prinz, Queen. Aber hey, hey, hey. Breaking down, ladies and gentlemen. Ich kann nicht anfangen ohne... Robert, du setzt mich gerade unter Druck mit dem Melodie. Warte kurz. Ich habe noch meine Ladies dabei. Aus Amerika extra sind die gekommen, die sprechen nur Englisch und Französisch. Also für alle, die das nicht können, fragt mich, ich tue es übersetzen. Meine Damen und Herren, geben Sie mir einen riesigen Applaus, einen Standing Ovation für Eva und Rebecca. Aus Amerika heute gekommen. Die haben noch Jetlag komplett. Die sind komplett müde noch wegen Jetlag. Ich habe denen gesagt, ihr seid müde wegen Jetlag. Break it down. Leute fragen immer, wie kann das sein, dass du sexy bist? Ich sag, warum ich Bananochrom, don't ask me. Ich bin ein sexy Typ, natürlich stimmt das, alle sagen das, sogar Helene. Und ich sag, hey, don't ask me. Wahrscheinlich von Engel geküsst, auf Stirn, auf Nacken, Brust, überall. Deswegen sexy, das don't ask me. Ich sag dir eine Sache, glaub ich nicht so leicht, wenn man sexy ist. Ich bin nicht schwer, Junge, don't ask me.
settle down. Ist gut von Energie. Wir sind gut reingekommen. Läuft super. Ihr könnt euch aussuchen, wer von allen Solo machen soll. Das ist gerade ein guter Moment für Solo. Keine Präferenz. Da muss ich das kurz auswählen. Pablo, mach kurz eine Runde, aber übertreib nicht, übertreib nicht. Fragen immer, wie kann das sein, dass du break it down? Wir fangen hier nicht an, bevor wir wissen, wo die zweite Strophe ist. Ich hab's jetzt. Ich weiß wo. Seid ihr bereit? Ich lauf mit mein Lady durch die Straße rum. Die Leute fragen mich, wer ist der Typ? Ich sag, das ist mein Lady. Improvisierte Strophe, weißt du was? Ich guck den an und sag, was guckst du mich so an? Bist du am Arsch oder bissle shady? Weißt du was ich mein? Ich glaube, jetzt wäre ein korrekter Moment, um ein bisschen Autotune in unsere Stimme reinzubekommen. Oder? Weißt du, was ich meine? Das macht ihr dann auch. Die waren noch kurz am Pennen, oder? Warte kurz. Ich probiere die kurz zu pushen. Publikum kennt es nicht mehr, von Ding zu spielen. Also zu sitzen. Ich bin ein Queen.
Für alle, die gedacht haben, ich habe die zweite Strophe vergessen. Das gehört dazu. Das war alles geplant. Das ist das Ding, ich mag das in Konzerten, wenn man zwischendurch auch hört, dass jemand trinkt. Super performt, hey. Danke. Great performance. Thanks. Wie ist das bei Jazz? Werden dann alle ruhig und reden nicht mehr? Oder ist die Stimmung immer oben, dann gleich unten? Oder wie gehen wir? Was machen wir hier? Bleibt man glücklich oder wird man depressiv ein bisschen? Wo gehen wir hin? Ihr seid alle entspannt, ich schwitze mir den Arsch ab. Mein Güten. Handtuch gibt es in Jazz-Szene auch nicht, oder? Ah, scheiß drauf, ey, ja? Können wir organisieren. Pavel, danke für deinen Support. Ja, jemand supportet hier wahrscheinlich sogar jetzt. Ein Handtuch vielleicht. Vielleicht supportet jemand. Grüße gehen raus an alle, die schon mal Handtuch supportet haben da draußen. Alle, die von alleine aufgestanden sind und gesagt haben, klar, ich bring den Handtuch. Du schwitsch, du bist nass. Ich stehe auf von alleine. An alle da draußen, Livestreamer. Super, dann würde ich sagen, tun wir ein bisschen Melancholie hier reinbringen, oder? Oder sollen wir das Level halten? Wer von euch ist drauf? Ich mit euch. Wir alle. Einmal frei. Gut, dann machen wir Flicklein, wenn sie dich, weil da ist nicht für depressive ganz. Haben wir ein Haarpflicht? Wie ein Artalum. Stellt euch vor, wir sind alle auf einer Insel. Alle kurze Rock an. Und Unterhemd, alle Unterhemd, so eins wie ich. Und wir sind glücklich und frei. Wir haben alle Tiere, die es gibt, da draußen schon gesehen. Wale, Delfine, Guppies, alles. Aber eins fehlt uns. Ein Giraffe ist es nicht. Ich glaube, wir wissen alle, was uns fehlt. Entschuldigung, ich habe vergessen, dass ich das geschrieben habe als Herbert Grönemeyer. Ich habe den damals gechannelt. Deswegen, sorry. Tu das, was du liebst. Du liebst das, was du tust. Tust das, was du tust. Ist super, wenn du das liebst. Aber tut es gut.
tust gut. Du tust gut. Deine Träume sind Wichtigkeitsstufe Zero. Mit einer Ausbildung zum Elektriker bin ich bei dir im Dorf der Hero. Bei denen mit Auto bist du der, der noch Ausbildung macht. Bei denen mit Ausbildung bist du der schon Auto hat. Mach deine Bühne auf und sei verrückt. Sei verrückt wie Hans im Dorf. All the bitches, all the bitches, all the bitches sing gruff, gruff, gruff. All the bitches sing gruff, gruff, gruff. All the bitches sing gruff, gruff, gruff. All the bitches sing gruff, 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 gruff. Down. Klein Wesen, dich kannst du mich hören. Mayday, Mayday, Mayday. Klein Wesen, dich kannst du mich hören. Mayday, Mayday, Mayday. Hast du deine Funke an? Oder bist du ohne Funke geflogen? Applaus für die Ladies. Für alle. Wenn ich manchmal emotional bin, dann fällt meine rechte Seite vom Bart ab. Nur, dass ihr nicht irritiert seid. Ich habe wegen Emotionalität fliegen, klein West. Hoffentlich kriegst du keine Frieden. Teresa, give us something, give us something. Maschine! Maschine! Free Climb Band! Hoffentlich kriegst du keine Frieden. Moment, du hast gerade gesungen, ne? War ja da gerade gesehen. Breaking down, breaking down. Menzel will übernehmen kurz. Menzel, eine Runde. Gib mir deinen schönsten Falsetto-Voice. Wir machen das zusammen.
Flieg, kleine Band, setz dich. Flieg, fuck. Flieg, Richtung Fixierung. Oh, ist das scheiße. Flieg, kleine Band, setz dich. Flieg, ist keine Frierung. Frierung, Frierung. Danke, Mann, das war geil. Maschine, jetzt mach ich für dich Trompete, okay? Also selber, ich kann's nicht mit denen. Ich krieg's nicht hin. Ich tu das simulieren. Komm grad rein, hab Geduld. Meine Damen und Herren, Riesenapplaus für Menzel. Also, Blender, mein Bart, sag mal so, der fährt gerade heim. Wie kriegt man das hin, dass ich immer noch wie ein Kanter aussehe? Oder soll ich nur so spielen, dass man nur linke Seite sieht? Bei der rechten Seite komplett schön. Gut, so ist es. Manchmal muss man das Leben nehmen, wie es ist. Weißt du, was ich meine? Du kannst froh sein, du hast komplett hier. Voll dicht das an. Das ist ja nicht. Bei dir funktioniert. Aber dann hat er keine Farbe. Klar, schon. Ja. Und so kommen wir schon zum nächsten Stück. Nächstes Stück ist. Gucken wir mal in die Partitur rein. Mon Lisa. Flecklein Wense, die haben wir schon absolviert. Haben wir nicht mehr viele Stücke. Müssen wir mal gucken. Hat jemand an meinem Partentor was geändert? Nee, ich glaube nicht. Weil mir fehlt ein Partentor. Welche? Ich habe euch schon den Probe gesagt, tut nicht mehr mein Partentor-Roman. Da, da ist es. Sorry. S.
Wolltest du, wir könnten auch so einen Jazz-Standard spielen. Du kennst dich wahrscheinlich aus. Mit Jazz? Ja. Was für Jazz? Ja, also ist gut, jetzt haben wir gerade eine Ballade gespielt, aber ich meine, kann man eigentlich nicht genug spielen. Kennst du Body and Soul? Ist das der von, der auch Bibam Barbo gemacht hat? Oder welcher ist das? Nee, das ich spiel's dem, pass auf, ich spiel dem letzten. Normal kenne ich das. Ist das normal? Also ist relativ normal. Dann kenne ich das 100%. Ja, ich würde den letzten A-Teil spielen. Mach mal den A-Dur. Ja, ja, kenne ich. Auf normales Lied. Mach mal ein anderes. Ist geil, aber mach mal ein anderes, Pablo. Okay, so. Was würdest du gerne spielen? Das aber mit dem Rhythmus. Ah. Also wenn du das hast mit einem Stoccati. Staccato-mäßigen Rhythmus, weißt du, ich glaube, die Jungs müssen mir helfen. Vielleicht. 1, 2, 3. Oh, weißt du, was ich meine? Mein Schilo. Das kann ich. Seid ihr bereit, Ladies? Ihr kennt das Lied, oder? Super. Dann würde ich sagen, ihr fangt an. My heart is sad and lonely. I'm all for you, body and soul. Woohoo! I was walking around with my dog. Yes. And everybody on the street were looking at me. Because my dog was on a skateboard. And the people couldn't understand why. Entschuldigung, das war's. Hey, Menschen. Ja, aber ich, ja. Grandios. Was seid ihr für mich? Das ist Jazz-Standard, Leute. Für alle, die sich fragen. Also, die kennen es nicht, weil ich muss erklären. Ja, in dem Lied hat einen kleinen Wende gekriegt, so wie man beim Bart auch einen kleinen Wender gekriegt hat, ist der Hund leider verstorben auf dem Skateboard. Haben wir nicht gewusst, in der Geschichte war es so. Jetzt kann man noch nicht ändern. Klar könnte man das Ende ändern. And the dog is still alive. Aber dann wär's so gut. Wer weiß, was ich meine. Probier mal ein anderes Ende. And the dog bit his owner in his leg. Aua! Lass uns beim ersten, oder? Super, ey. Ich würde es dann packen. Nee. Nicht, dann bleib ich nur ein bisschen. Ja, ich wollte nur gucken. Super, ey. Aber ich merke schon was. Ich merke schon was, Linda. Da verabschieden sie sich gerade. Danke. Nicht mehr ein Schnurrbart. Verlegen.
aber ich wollte den sowieso rasieren. Super. Dann kommen wir zu dem nächsten Lied. Welcher ist es? Nächste Lied? Ja. Sollen wir Schnickschnackschnuck machen? Kenn ihn. Schnickschnackschnuck? Schnickschnackschnuck! Warte kurz, ich mach kurz meinen Bart und ihr könnt kurz den zweiten Standard spielen. Klar. In C-Dur einfach, den wir geübt haben. Okay. Den ihr vorhin in der Probe geübt habt, in C-Dur. Okay. Ja. In C-Dur, den ihr geübt habt, in der Probe. Gespielt. Super. Wenn man eine Gelegenheit, vielleicht die Band anzusagen. Macht ihr sowas, oder wie? Schon. So mit, gerade. Nee, weil ihr kaum mit mir redet. Oder? Ich habe gedacht, ihr redet nie. Oder? Aber natürlich. Ja, sollen wir? Ja, klar. Das ist Katrin Pechlow an der Harfe zum Beispiel. Woo!
Mach mal. Robert am Bass. Yeah. Ja. Theresia Philipp am Saxophon. Menzel an der Trompete. Jonas Burgwinkel am Schlagzeug. Bist du deine Sängerin? Ja, schon, oder? Ja. Willst du anfangen? Eva und Rebecca an den Voices. Wir haben vorhin schon viel geredet, ich glaube. Ja. Ist alles gesagt worden. Ist alles gesagt. Für mich ist die Stille, die zwischendurch passiert, krieg ein bisschen Schiss. Brauchst du aber nicht. Ich glaube, die finden das alle relativ okay. Da ist dieser eine Typ, der immer reinschraubt. Ich weiß genau, wer das ist. Ja. Sollen wir den mal nach vorne holen vielleicht? Würdest du das machen? Ja, klar. Kommst du mal kurz vor? Kommst du mal kurz? Ja, klar. Willst du dich kurz vorstellen, oder? Hallo, ich heiße Olli und ich bin ein großer Fan von Teddy und von Pablo und Antoine. Wir müssen Zeit, wir haben nicht so viele Songs, red ruhig ein bisschen. Wir müssen die Stunde füllen. Ja, also ich habe ein neues Hobby, Bonsai-Bäume und ja, das ist cool, also kann ich echt empfehlen. Ja. Macht Spaß. Mhm. Ja. Super. Ansonsten grüße ich alle meine Freunde. Okay, kann ich wieder? Doch, wenn du willst, kannst du. Ja, wieder. Ich. Ja, du kannst, wie du willst. Ich hab was zu tun. Du sitzt da, du drum. Korrekt, Tate. Das ist strange, ne? Kann sein, dass spielt der Gitarre, oder? E-Bass kann sein. Ist aber nicht der Legendary. Das ist schon ziemlich legendary. Ich hab den erkannt gerade. Hast schon hinters Licht geführt. Der kleine Gauner da. Super. Machen wir nächstes Lied. Klar. Mona Lisa vielleicht. Mona Lisa. Muss ich kurz Text checken. Grüße gehen raus an alle, die gerade online gucken. Grüße gehen raus. Hey. Tu die Hände hoch. Clemens. Nicht ihr, die draußen. Das ist nur für die draußen gerade. Clemens. Hör auf, du. Nur draußen. Der klatscht einfach mit, was? Bringt mich aus dem Takt. Super. Erledigt. Super. Was haben wir gesagt, Mona Lisa? Mona Lisa! Let's go. Können wir ein bisschen Tempo machen? Also. Klar. Wenn ihr Bock habt. Klar. Oder habt ihr was anderes geplant? Hey, mit mir kann man reden. Let's go. Treten Sie ein in den Welt der Tiere, fragile Menschen, aber auch die, die keine Ahnung haben. Aber tun Sie mir eine Sache versprechen, was hier in Loch passiert. Heute Abend bleibt hier.
Früh am Morgen und die Vögel sind schon lang am Zwitschern. Amsel Schwalbebach stellt sich schön am Wasser plätschern. Nachbar ist noch ruhig, Gott sei Dank der kleine Stresser. Halteverbot hier und da, immer weiß der's besser. Ich wink ihn zu und sag, alles klar, Sonnenblume. Ist dein Assen des Politesse, ach halt dein Fresse. Wenn mich die Leute fragen, bist du immer arbeitslos? Sag ich nicht immer, eher permanent, sag mal so. Bissle Eau de Toilette in mein Brustregion. My Lady rastet aus. Leonardo da Vinci Duftkolon. Du bist die Geburt der Venus und ich bin Botticelli. Ich mag dein Adrenaline und dein sexy Belly. Vincent van Gogh, Jan Vermeer. Und ich deine Louvre. Pablo Picasso. Und viel mehr. Du bist mein Mona Lisa. Vincent van Gogh, Jan Vermeer. Pablo Held. Basquiat, Salvador Dali, aber Da Vinci, Mona Lisa, sowas gab's nie. Ich reit im Galopp durch die Prärie und auf Autobahn. Alle gaffen, wer bist du, sag mal, ich nur Napoleon. Ich schwing die Zügel von meinem Pferd, Hotte, Hüt und Hart. Mona Lisa, bin auf dem Weg, mach alle platt. Leute denken, ich wär fragil und fragil und Wrack. Aber ich hab nachgelesen, ich bin abstrakt. Ich lauf 3 Tage ohne Wasser, mein Herz dürstet nach dir, das war ein scheiß Metapher. Vincent van Gogh, Jan Vermeer, Pablo Picasso und viel mehr. Basquiat, Salvador Dali, Jorgo, ein Kollege, Papadelle, Pomodori. Vincent van Gogh, Jan Vermeer, Pablo Picasso und viel mehr. Basquiat, Pablo Held am Klavier, yep, yep. Ich geh nachts. Oh, das ist der Part, das ist der Part. Den muss man ruhig angehen. Da fahren wir runter, Leute. Da fahren wir runter. Wir gehen runter in den Keller und steigen von Keller hoch aus oben. Okay? Jonas, bisschen Spannung. Bisschen, genau, die Hi-Hat. Nimm die Hi-Hat auseinander. Nimm die Hi-Hat auseinander, was Spannung im Raum. Genau, übertreib nicht, Jonas, ey. Verprügel die nicht, mach locker. Spannung, nimmt er das Ding auseinander. Ich geh nachts in Louvre rein und häng, darum häng sie ab, schau mich um, Kamera dreht sich um, ich guck bissle dumm aus der Wäsche, schau mich um, ich verstumm, was mach ich hier, bin ich betrunken oder bissle der Dieb? Ich zieh durch, nur einmal, schreie laut, Avantgarde, keine Ahnung, was das heißt, aber passt da halt rein, ich lauf los, alarmlos, Hose tight, 3, 2, 1, gib die Tür auf, Mona Lisa, Mona Lisa, Van Gogh, Jan Vermeer, Pablo Picasso und viel mehr. Basquiat, Salvador Dali, ein Kollege, Papadelle, Pomodori.
ey, ey, und nicht deine Louvre, ey. Gib mir noch ein bisschen Bass dazu, gib mir den Bass. Wo kommt der her? Und ich. Du bist mein Mona Lisa. Und ich dein. Ich nehm's einfach ab. Du bist mein Mona Lisa. Und ich deine Louvre. Salvador Dali, ein Kollege. Du bist mein Mona Lisa. Was geht hier? Pablo Hildad, Anna, Baby. Und ich deine Louvre. Was geht hier? Salvador Dali, Jorge, ein Kollege. Papa delle Pomodoro. Super. Wie ist Internetverbindung? Hammer noch. Ja, mein Flatrate, ich weiß. Stell dir mal vor, das wäre wie früher normal über Karte, weißt du? Also wurde nur begrenzt. Das wäre kacke, weißt du, oder? Ja. Scheiße. Ich wollte nur kurz mit euch darüber reden. Also wäre scheiße, musst du dir manchmal vor Augen halten. Ich muss dankbar sein für deinen Flatrate. Oder, Manson? Ja, jeden Tag. Oder? Ja. Ich sag doch. Und, bei dir alles okay? Ja. So. Ist zufrieden? Solo war, fand ich cool. War grandios. Ja. Was für cool, das war obere Level, Junge. Ja. Du Gaune. Nee. Das sagt man selten über sein eigenes Solo. Nee, du musst dich selber loben. Lob dich mal eine Runde. Ich fand's richtig gut, die eine Stelle, als ich so Outside gespielt habe und dann wieder zur Tonika zurückkam. Ja. Ja. Das war ja. War grandios. Theresa, warst du auch grandios? Grandios. Ja. Du warst... Danke. Gerne. Sehr gerne. Was machen wir jetzt? Ich wollte gerade noch über Hafe sprechen, weißt du? Ja, natürlich, sorry. Was soll ich sagen? Wenn du spielst, fang ich an zu heulen jetzt mal. Oh. Nochmal einen riesen Applaus für Abend. Ja. Wenn du manchmal traurig bist, denk an mich. Wenn du manchmal traurig warst,
Nee, mich irritiert es, wenn ihr da mich unterbrecht, manchmal mit Geräuschen. Ich mach nochmal von Anfang. Alles klar, Pablo. Ich dachte, wir wollen nicht zusammen. Du kannst auch alleine. Ich gebe dir ein Zeichen. Okay, sorry. Du musst einfach einsteigen. Bist du ungeduldig? Kann sein. Da hast du was. Lass erst mal Intro entstehen. Sorry, ja. Wenn du manchmal traurig bist, dann geh einfach ins Zimmer und mach kurz Tür zu und denk nach. Wisst ihr, was ich meine? Und wenn du manchmal da hapert's immer, da weiß ich nicht weiter, und dann überspringe ich das, dann denk nach in dein Zimmer drin. Ein Lied, das ich geschrieben habe in meinen tiefsten Zeiten von mir, als ich sehr traurig war. Ich habe da viel Bankdrücken gemacht in der Zeit. Viel Bankdrücken, Trizeps habe ich viel trainiert. In der Zeit sehr aufgepumpt, aber dünne Beine, ganz dünn, weil die habe ich nicht beansprucht. Danach viel Seilhüpfen. Ich habe viel Seilhüpfen gemacht, Mittag um 3, 4 oder so. Das waren Zeiten. Ich war tight. Ich war slick. Ich war da. Hatte einen guten Job. Ich habe in Spielothek gearbeitet, lange Zeit. Mein ganzer Lohn in Spielautomat verzockt. Pablo kann das bezeugen, der hat selber mitgespielt viel. Dun, 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 dun. Kennt ihr ja, brauche ich euch nicht erzählen. Und dann war ich 75% von meinem Leben arbeitslos gemeldet, arbeitssuchend. Und so kommen wir zum nächsten Lied. Bei dem Lied ist die erste Strophe, die, wo ich nie reinkomme. Ich verpasse den Einsatz von der ersten Strophe zu 99%, aber nicht heute Abend. Heute catch ich mir die Bitch. Ich lauf abends um 10 in my neighborhood. Kiosk ist da, Interesse, aber Geldbeutel kriegt. Ein Snickers geht, scheiße, kein Cash in der Tasche. Nur mein Schlüsseltempo und ein Kontoauszug von der Sparkasse. Darauf steht, halt dein Schnauze, Geld fehlt. Ich denk nach und mein Kopf wünscht sich von Herzen ein Fehl. Ich sag, bitte zu mein Konto voll machen mit schönen Gaben. Und sie sagt nur, ich hab 5 Uhr, Junge, ich hab Feierabend. Dann passiert das, das niemand geahnt hat. Arbeitsamt hat Geld aufs Konto gewiesen. Hey, Arbeitsamt hat Geld aufs Konto gewiesen. Hey!
jetzt wird gesagt, laut, breit, egal wo, egal wie, egal wann, der musste sein. Jetzt wird gesagt, laut, breit da vorne, auf dem Tanzfläche bist du dran, du sollst tanzen. Jetzt wird gesagt, laut, breit, auf mein Fahrrad drauf, Rollschuhe, egal wo ich bin. Gesagt, sag, laut, breit, gesagt, sag, laut, breit. Schaff Konto. Okay, break it down. Was ein Lied. Was für ein Performance. Menzel, was war los? Ehrlich jetzt. Du kannst nur, willst an dem Part, willst du kurz Trompete spielen oder sollen wir kurz übernehmen? Übernehmen. Oder Theresa, willst du kurz was zerlegen? Okay, dann zerleg mal kurz eine Runde. We'll be right back.
Wahnsinn, ey. Er hat gedacht, kurz arbeiten und hat Geld wieder zurück überwiesen, von Stimmung her. Aber hey, was soll man sagen? Ihr seid Granaten, ey. Ladies, bevor wir zu den Part kommen, wollt ihr kurz bisschen uns ein bisschen ein Geschmäckle geben von euren Voices? Tut einfach nur wie ein Engelchen davor ein bisschen singen. Break it down, break it down. Wenn du Geld in der Tasche hast, vergiss nicht dein Herz. Wenn du Geld in der Tasche hast, vergiss dich nicht. Mehr Power. Wenn du Geld in der Tasche hast, vergiss nicht dein Herzgefühl. Wenn du Geld in deiner Tasche hast, ab und zu muss man eskalieren.
Also, ich muss sagen, ich bin ja heute nur Gast bei euch, aber ihr seid eine unfassbare Band. Ihr seid großartig, ihr seid, es füllt mein Herz mit Liebe. Also, klar, habe ich auch trockenen Mund, aber Getränke hole ich mir wahrscheinlich selber, Moment, oder? Frage. Ist das der letzte Song? Können wir den ein bisschen schneller spielen? Lass mal mit ein bisschen schneller können wir den spielen. Hey. Deutschland ist stabil, Junge. Deutschland ist stabil, Junge. Deutschland ist stabil, Junge. Wir machen Party bis morgen früh, Junge. Pandemie hin, Pandemie her. Leben bisschen leicht, Leben bisschen schwer. Ich hab bisschen Schiss, keine Frage. Aber eine Sache kann ich dir sagen. Aus dem Pandemie mach ich ein Panini. Bisschen Zucchini und ein Aubergini. Dann ess ich das auf wie ein Leopard. Dann zelebrieren wir alle auf einen anderen Art. Ey, Deutschland ist stabil, Junge. Ey, Deutschland ist stabil, Junge. Ich hab die Taschen voll mit Grünzeug, auch Halloumi für alle, für jeden Mann, Frau und der Rest der Menschenmenge. Deutschland ist stabil, Junge. Deutschland ist stabil, Junge. Und eins kann ich dir sagen, wir sind zusammen in dem Boot, in den Schiffen, bald auf einer Insel, du kleine Bitch. Natürlich hab ich Schiss manchmal. Alle anderen auch. Natürlich denke ich nach manchmal, aber dann mach ich einfach mein Fernseher aus. Leben nimm mich auf dein Schoß. Ich weiß, ich bin schon groß, aber manchmal möchte ich mich einfach fallen lassen. Take it, girl! Leben nimm mich auf dein Schoß. Hey. Ich weiß, ich bin schon groß, hey. Aber manchmal ist mein Herz schwach und ich möchte mich einfach fallen lassen. Ich bin kein weiser Mann und auch kein Prophet, aber eins weiß ich genau, hier ist gar nichts zu spät. Wir gehen alle da durch, wie früher Stuhlkreis. Nicht nur die Gammler, auch die mit Fleiß. Einer macht das, der andere das. Yep. Unter den Strich, okay. Mach mal halt das. Oh, guck mal, wir haben eine Einigkeit gefunden. Was heißt das jetzt? Celebration! Deutschland ist stabil, Junge! Deutschland ist stabil, Junge! Ach, hallo, für alle, für jeden Mann, Frau und der Rest der Menschenmenge. Deutschland ist stabil, Junge! Deutschland ist stabil, Junge! Und eins kann ich dir sagen, wir sind zusammen in dem Boot, in den Schiffen, bald auf einer Insel mit Aperol Spritz. Leben nimm mich auf dein Schoß. Ich weiß, ich bin schon groß, aber manchmal möchte ich mich einfach fallen lassen. Menzel, take it. Leben nimm mich auf dein Schoß. Ich weiß, ich bin schon groß, aber manchmal möchte ich mich einfach fallen lassen. Hey, warte mal, warte, jetzt seid ihr mal ein bisschen dran. Letzte Runde. Hey. Also, die Hook ist nicht so schwer. Wenn das jetzt einer verkackt von euch, das ist ein Livestream, nur dass ihr es wisst. Kameras sind auf euch gerichtet.
deswegen verkackt's nicht. Und Deutschland ist stabil, Junge. Wir machen es anders. Ihr vier hier, ihr sagt, Deutschland ist stabil. Und ihr sagt, nach der zweiten Runde sagt ihr, ich hab die Taschen voll mit Grützock, auch Halloumi für alle, für jeden Mann, Frau und der Rest der Menschenmenge. Das ist euer Part, okay? Weil ihr seid wer? Alles gut. Ey, Deutschland ist stabil. Ey. Weil ich hab die Taschen voll mit Halloumi für... Deutschland ist stabil, Junge. Deutschland ist stabil, Junge. Und eins kann ich dir sagen, wir sind zusammen in dem Boot, in den Schiffen, bald auf einer Insel mit Aperol Spritz. Köln ist stabil, Junge. Berlin ist stabil, Junge. Hey. Loft ist stabil, Junge. Hey. Ehrenfeld ist stabil, Junge. Hey. Leipzig ist stabil, Junge. Hey. Afrika ist stabil, Junge. Hey. Bulgarien ist stabil, Junge. Hey. Menzel ist stabil, Junge. Hey. Mein Körper ist stabil, Junge. Hey. Bodybuilding jeden Tag, Junge. Hey. Ohne Steroide, glaub mir mal, Junge, Mann. Hey. Alles ohne Steroide. Deutschland ist stabil, ja. Hey. Deutschland ist stabil, ja. Hey. Deutschland ist stabil, ja. Pablo, bist du am Start, ja. Pablo ist am Start, ja. Bist du einfach Maschine, ja. Hast einen schönen Abend. Lass mal noch nicht zu Ende gehen, oder?